White Russian, kaum stehen wir und singen, kommen sie von nah und fern und wollen noch mehr White Russian, sie haben halt White Russian. Okay, ihr kriegt, glaube ich, hin, was ich sagen wollte. Guten Tag, willkommen in der Session 7, der Episode 7. Ich bin heute alleine da, weil ich Sachen fertig machen möchte und hochladen möchte, weil viel Stress und so. Ihr wisst ja, wie es ist, wir sind wieder weit voraus und deswegen kommt das Intro jetzt auch nicht am gespielten Tag zusammen. Ich habe aber die Session fertig geschnitten, war total empört, dass sie nur so kurz geworden ist, aber ich glaube, das lag an dem Abend an mir, denn ich konnte nicht mehr so lange. Aber das ist auch eigentlich recht uninteressant. Wenn ihr euch noch erinnern könnt, in der 6 hatten sich die drei getroffen, hatten besprochen, was sie als nächstes tun, nachdem sie von diesem seltsamen Evo-Schuppen zurück sind, nachdem sie den Femmöcke und den anderen Typen abgenudelt haben. Das wird auch wieder eines der Gesprächsthemen werden jetzt, beziehungsweise war es in der 6, so rum ist richtig. In den weiteren Gesprächen dann der 3 ging es dann eigentlich im Endeffekt nur um belanglose Dinge wie AR beziehungsweise VR und irgendwelche Magie-Dinge, die eh keiner verstehen kann, die wir uns einfach alle ausdenken, aber wen interessiert das schon groß? Mich jedenfalls nicht. Auf jeden Fall geht's heute weiter, denn am Schluss der 6 wurde hier Gunfist rausgezogen, irgendwo von den Falcons. Der wurde ihnen gebracht, jetzt sind die 3 mit Gunfist zugegen und heute in der Session geht es ausschließlich um Gunny. Deswegen auch der wunderbare Name und es gibt einiges zu hören von Gunfist. Und was das genau ist, das hört ihr heute. Und weil der Spielleiter nicht da ist, kriegt ihr den Satz von mir. Viel Spaß und bleibt geil. Fuck, ich habe was vergessen zu erwähnen. Ich habe das Bild von Gunfist gefunden und absegnen lassen vom Spielleiter. Ich habe es auch eingebaut. Also es wird erscheinen im Video. Das heißt, es lohnt sich mal wieder hinzuschauen. Ich denke, ich werde es so einbauen, dass genau in dem Moment, wo quasi der Gunfist richtig zugegen kommt, wird es erscheinen. Ich kümmere mich drum. Ihr könnt es dann sehen. Jo, jetzt langt's aber. Bis dann. Tschüss. Ah, das sind natürlich 100 mehr oder weniger schon ein ganz schöner Eingriff. Es geht doch nicht darum. Hast du, sag mal, ey, dass wir diese Diskussion überhaupt führen, Dellinger, du kennst doch einen Assi, Toni. Ja. Und was sagt der Assi, Toni zu den richtig... Weißt du, die halten zum Maul, die strengen sich noch an und sind dankbar. Du willst es ja ausschlagen, Alter, das kann nicht sein. Dass ich dich damals in die Runde geprügelt habe. Weißt du, die anderen wollten dich ja gar nicht. Die fanden dich vom ersten Moment an scheiße. Und ich weiß jetzt auch, warum. Ja, selber schon, jetzt bin ich dabei. Okay, also, die Ansage von Jojo, die letzte war, der sollte sich das nochmal überlegen. Mit dem Date. Glaub mir, es lohnt sich. Ich glaube eher nicht. Also ich meine, sie zerbricht jedenfalls nicht wie andere Leute, aber... Und sie hat auch kein Überraschungsei, so wie ich. Ja. Wie viel Spaß sie dabei hat. Und wahrscheinlich, wenn das Ding erstmal in Bewegung kommt, hält das auch niemand mehr auf. Aber... Du hast so viele Vorurteile, das ist unglaublich. Lass es doch einfach mal zu. Das sind keine Vorurteile, das ist eine schlechte Erfahrung. Mit ihr? Bestimmt nicht. Nee, aber gut, das, wenn du partout nicht willst, du weißt einfach nicht, was gut für dich ist. Mir ist es egal. Ja, das ist okay. Dann würde ich sagen 200. Es war nur... Ich wollte nur dein Bestes. Ja, danke. Hat er ja noch seine V-Card. Tut mir leid, Olga, er will nicht. Ja, ich verstehe das. Viele haben Angst, die Kontrolle zu verlieren, wenn sie diesen Buddy mal in wirklicher Action sehen. Naja, so, ihr Schwachmaten, dann alle husch husch raus. Ich brauche jetzt Ruhe und das muss hier, ich brauche Platz. Und du, zeigt auf Kaban. Kaban, kannst bitte noch dieses Regal mit rausnehmen, weil mich das stört. Danke. Ich guck mir dieses Regal an. Was ist das für ein Regal? Das ist einfach ein Regal, wo halt ganz viele... Stufferburger, das ist kein Kühlregal, okay, dann doch, egal. Stufferburger sind da drin, die müssen ja nicht mehr gekühlt werden. Und ja, das behindert sie halt, wenn sie den Arm da ein bisschen kreisen lässt, damit meine ich Gunfists Arm, aber auch ihren. Ja, dann kommt das Ding an die Seite. Dankeschön. Julio nimmt Bitte sich schön. Ein paar Burger raus. Geht raus und isst Burger. Fress? Ich esse auch Burger.
Burger sind lecker. Naja, oder auch nicht. Jojo hat einiges aufzuholen. Eine geringe Zeitspanne später, und damit meine ich so eine halbe Stunde, kommt sie Burger raus. Wettessen zwischendurch. Du hast gewonnen. Verdammt. Hat er wirklich. Natürlich hat er gewonnen. Dein Mund ist viermal so groß wie deiner. Das ist leider richtig. So, wer wollte jetzt diesen Code haben? Ich. Sie. Nee, du Generell nicht. wir. Du kriegst ihn. Du kanntest dich doch mit Matrix-Krams aus, ne? Ey! Ich gebe das mal lieber dir. Gib mir den Code. So, das Dankeschön. ist also der Code. Und nicht länger als 2, 3 Sekunden. Das wäre nicht nett. Außerdem kann das Langzeitschäden verursachen und so weiter. Deswegen sieht das so gerupft aus. Ich dachte Nee, schon, er nee, hat nee, irgendwie nee, ein nee, nee, Bad das in ist. radioaktiver Suppe genommen oder Nee, so. das ist irgendeine Art von Mangelernährung. Hä? Was für eine Art von Mangelernährung? Guck dir den Typen doch mal an. Der hat nur Trockenkirsch gekriegt. Ich habe das jetzt nicht kontrolliert, aber die Strahlung ist nicht. Und der sieht aus, als hätte er die ganze Zeit, weiß ich nicht, Asche gefressen oder Hundefutter oder sowas. Jojo holt ein paar Multivitamintabletten. Alter, wie sozial die wird. Total nett, Noch, also. Scheiß. noch. Bevor sie ihm die Eier abschneidet. Nee, der arme Kerl scheint ja wirklich sehr gebeutelt zu sein. Der kann ja nichts dafür. Also Vor wenn ihr allem, euch das ist dann noch, die. ihr habt ihr, Entschuldigung. Es ist to total die Gratwanderung hier von Matrioschka zu Jojo ist immer Arien und Süppchen und da noch ein Trockenfisch reingesteckt. Und da nochmal hier und da Wärmekissen. Und jetzt auf einmal so. Was ist denn hier los? So macht's am meisten Spaß. Ich habe sogar zweimal gewürfelt, ob ich mal was fallen lasse, aber ich habe jedes Mal gut gewürfelt. Also, ja, hatte ja in der halben Stunde auch noch mal Zeit, außer dem Wettessen noch ein paar Videos zu gucken. Also, sie hat schon mit sehr viel Mühe und Anstrengung versucht, ihm ein gutes Hündchen werden zu lassen. So, er durfte auch an ihrem Bettende schlafen. Wenn er sich bewegt hat und sie dabei geweckt hat, dann gab es ein Schöckchen. Ah ja, und sie hat ihm natürlich erklärt, dass wenn ihr Vitalmonitor meldet, dass es ihr ganz schlecht geht, dass ihr dann platzt. Ist klar. Oh. Also nur sein Innenraum. Ja, aber wie kann denn sein Innenraum platzen? Ich dachte, der hat gar nichts mehr innen drin. Ja, aber das hat sie ihm erzählt. Da war nichts. Aber ich meine, er hatte immerhin eine OP-Narbe. Da kann man das ja schon mal glauben. Ja, können wir mal, warte mal, können wir mal eben Olga fragen, warum, wie die OP-Narbe zustande kommt? Ist es nur ein Fake oder was hier? So, keine Ja. Ahnung, vielleicht musste da irgendwie ein Blutgefäß versorgt werden oder irgendwas, aber ich habe nichts gesehen, was es nötig macht. Da war alles so ungefähr an Ort und Stelle. Ungefähr. Ja, der sollte. Der ist uns schon ein bisschen älter, Orks ab Mitte 20 müssten eh mal gucken, wegen den ganzen Krebsarten, die man da so kriegen kann als Kerl. Auch du. Bist du eigentlich meine Nummer? Ich bin eine sehr begabte Döckin. Und Isse. im Gegensatz zu den meisten, ich kenne mich halt ein bisschen mehr mit der orkischen Anatomie aus, weil. Hallo! Sie ist kein Ork. Sie ist kein Ork? Nein, du wolltest Nein. nicht, dass sie Ork ist. Weil, ach ja, stimmt, aus Klischeegründen. Weil, hallo, das ist mein Tü. War eine schlechte Rettung, aber ich hatte keine andere. Ja, gerne. Gut, sie gibt ihre Nummer. Jederzeit, Schätzchen. Jederzeit. Ich werde bei Bedarf darauf zurückkommen. Ich verstehe, wenn's drückt. So, ich bin hier fertig. Noch irgendwas? Nö, eigentlich nicht. Nicht länger als Was? 3 Sekunden, genau. So, viel Spaß noch. Tschüss. Ach, und gib dem mal über den Tag noch so ein paar Vitamintabletten, das war eine gute Idee. Dann verzieht sie sich. Wobei sie dem Ach, warte einen. mal, wie lange pennt denn der noch? Achso, 10 Minuten oder so. Ah, gut. Sie geht dann und wirft dem einen Gänger nochmal so einen flüchtigen Kussmund zu und er lässt sich etwas tiefer in seinen Stuhl sinken und grinst. Breit. Sehr breit. So, Mich interessiert jetzt echt gerade nur deswegen würde ich es ja jetzt gerne mit dir in-game ausspielen, dass Billy doch nochmal auf sie zukommt, gell? da würde ich dir einfach nur sagen, dass es das Erlebnis deines Lebens war Hamme. und es nicht Ja. näher definieren. Schade. Kann ich auch nicht. Gott sei Dank. So,
Klar weiß ich, was du willst, aber das muss ja nicht so breit getreten werden. So, was war hier mit Tee im Arsch und so? Wollten wir doch jetzt was machen? Hä? Echt? Das hast du dir gemerkt? Tee im Arsch hast du dir gemerkt? Ich hab Angst. Das, die wichtigsten Sachen merke ich immer. Ja. Ich hab solche Angst. Jojo geht zu Gunfist, wenn er wach wird. Ein Klistil. Morgen. Also? Ja, also, was jetzt? Was war denn jetzt? Keine Kort. Keine Bombe. Dene. Nee. Hat sich immer so hart angefühlt. Okay, aber. Ja, war nur entzündet. Aber der hat mir immer ultra Schmerzen zugefügt, die Fotze. Warte mal, ich löse es mal eben kurz aus und sag etwa so. Unendliche Qualen durchzucken diesen armen Menschen. Du bist eine Sadistin. Er fällt halb vom Stuhl. Nein, Moment. Er fällt mit dem Stuhl um, wobei er volle Kanne auf seinen Arm kracht. Es funktioniert sehr gut. Das mit dem, er wird leise sein. Das Konzept davon habt ihr, glaube ich, nicht ganz verstanden. Das heißt, einer der Typen kommt da mal rein. Ey! Mittagsruhe, haben wir gesagt. Dann ja, ich glaube, das haben wir verstanden. Mann! Seid alle gleich scheiße, ihr blöden Fotzen! Nee, aber sie hat jetzt keine Kontrolle mehr darüber. Ja, aber ihr jetzt, oder was? Ah, ja. Aber wir benutzen es ja nicht, wenn du dich benimmst. Sie ja auch. Über den kommt das. Pass auf! Du kannst jetzt erstmal ein paar Vitamintabletten zu dir nehmen. Irgendwie hat die Ärztin gesagt, dass du welche brauchst. So ich stelle ihm ein Glas Öko Wasser dahin. Nö, so ein ganz normaler Shit-Stuff, weil deine Haare ausfallen und du so dreckig aussiehst, also scheiße aussiehst, weil du irgendwie mangelernährt bist, hat sie gesagt. Ja. Im Urinenschacht oder was? Jutti. So, ich gebe ihm die quasi, so dass er die von, also, ne, dass er die fressen kann und dann spüle ich das mit Wasser runter. Also stellst du erst seinen Stuhl wieder hin. Weil Schlucken im Liegen ist echt nicht so. Ja, ich bin. Weil ich könnte ihm auch einen Trichter in den Rachen schieben, aber. Nee. Klingt verlockend. So. Das dachte ich mir. Pass auf. Wir machen dich jetzt los. Du machst keinen Scheiß. Wenn du Scheiß machst, weißt du, was passiert. Ich stelle mich an die andere Ecke vom Raum. Kluges Mädchen. Okay. Ich weiß ja eh nicht, wer den Zauberfaden in der Hand hat. So. Ja. Du kannst dich dann wieder anziehen und dann kannst du dein Versprechen wahrmachen, dass du uns hilfst, sie zu finden. Oder uns sagst, wo sie ist. Weil die Olle kann hier überhaupt nichts. Die muss weg, die Fotze. Richtig. Sie sind einer Meinung. Das erste Mal, glaube ich, seit wir uns kennen. Und das Schöne ist, sobald du sie uns geliefert hast, kannst du gehen. Genau, und den Code kannst du mitnehmen. Das klingt vernünftig. Geht's jetzt los, oder wie? Naja, Jojo macht ihn los. Er steht auf, streckt sich, reckt sich. Es scheint echt nötig, bekleidet sich. Willst du noch was essen? Ja, hier liegt doch was, oder soll ich das jetzt nicht anpacken? Na klar. Bedien dich. Knallt sich so ein paar Burger rein, was seiner Mangelernährung auf jeden Fall, also das wird's reißen. Was, die sind doch mit Vitaminen versetzt. Deswegen muss man die auch nicht mehr kühlen. Wir haben die Deluxe-Line. die Deluxe-Line, ich verstehe. Multivitamin-Tabletten muss man auch nicht kühlen. Ja, der tut sich einfach immer, weißt du, der nimmt die Gürkchen raus und tut sich Multivitamin-Tabletten auf die Burger. Genau. Jojo schmeißt ihm noch zwei Packen davon zu, jeden Tag zwei Stück. Für die nächsten paar Wochen. Morgens und abends. Ja klar, Rinnenschacht haben wir ja gesagt. Also, hier, Wo ist sie denn? Naja, die ist hier im Fleischergebiet, den hat sie ja schon geholfen, als es hier Metzel losging. Ach. Die ist in dem Casino Royal. Da steht es hier, innet, ich war da ein paar Mal mit hier an der Leine, die blöde Missfotze. Naja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, hier, das ist eins der drei großen Einnahmequellen von denen noch, die sie dort haben. Und da gehen halt so die Lohnsklaven hin, die einen Kick wollen.
Na ja, so runtergekommene Leute, halt so ein paar Kriminelle, Kleinkriminelle, ne? Die so hauptsächlich auch viele Nutten, die dort nicht zwingend rumficken, sondern auch welche, die einfach nur an den Tischen dann stehen und den Leuten quasi die Lohnsklaven, die dort kommen, animieren, noch ein bisschen mehr Einsatz zu zeigen, wenn du verstehst, was ich meine, diesen dort sehr erwünscht. Und da ist natürlich so auch ein paar Diebe und Schwindler, die dann die Leute abziehen, die müssen immer sehr aufpassen, weil das ist, finden die Fleischer erstmal okay, die kommen dann am Abend hin und geben denen einen Teil von ihrem Zeug, aber wenn sie erwischt werden, dann werden sie dort glatt gemacht. Aber richtig glatt gemacht. Was ist das? So einmal die Woche habe ich mitgekriegt, kommt da ein anderer Fleischer und holt dort die Einnahmen ab und ein anderes Mal in der Woche kommt so ein Wurm und holt da auch was ab. Versteht sich, ne? Dann weiß ich was über drei Leute dort, die dort aufpassen, aber es sind ein paar mehr, ich glaube 7 oder so in der Richtung. So ein Skriptkitty sollen sie auch haben, aber es soll wohl eine Stolle sein. Auf jeden Fall, dort ist ein Matrioschka. Immer, jetzt hat sich dort eingekauft, hat denen ja auch geholfen und bleibt jetzt dort sitzen erstmal. Ha. Huh. Na, hört sich doch gut an. Naja, ich würde sagen, das ist nicht ganz so einfach. Nee, es hört sich nicht gut an. Nachdem die Fleischer ordentlich zerwichst wurden von allen Seiten, da ist natürlich nur der harte Kern übrig geblieben. Der richtigen Psychos. Zum Teil aufgeflitscht mit Cyberware bis zum Jed nicht mehr. Da bist du aber Jörnisch dagegen, Junge, und ich erst recht nicht. Richtige Psychopathen, kranke Schweine. Er spricht das mir aus richtig, der Seele. Das hört sich richtig Mensch, lukrativ richtig, an. Du wirst noch richtig sympathisch, Junge. Wird noch ein nächster Freund von uns hier. Na klar. Was für Waffen kannst du eigentlich denn umgehen? Ich bin Gunfist. Gunfist. Ja. Gunfist braucht keine Waffen, aber wenn er es einer nutzt, dann der meistens der Rutscher Super Warhawk oder ein Maschinenpistölchen, aber das habe ich nicht mehr. Du musst das Ding übrigens besser putzen. Wieso? Weil es scheiße aussieht. Und es dann eventuell verhakt in der Situation, nee, wo es nicht verhaken sollte. Innen ist die sauber und die Trommel ist auch sauber. Dass da vorne ein paar Kratzerchen drauf sind, naja, scheiß drauf oder was. So, sind wir jetzt hier, um uns über Waffen zu unterhalten mit Gunfist, oder sind wir jetzt hier, um uns drüber zu unterhalten, ja, was für Schwachstellen das Ding hat, wo wir den finden? Casino. Geht die raus als... Nee, die geht da nicht mehr raus, du, aber warte, ich war dort überall mal rumlungern, ich habe auf meinem Auge Karte, ich muss sie finden. Ja, sehr schön. Mal. Da hätte es mir auffallen müssen, wenn sie mein Auge sieht, hätte sie merken müssen, dass ich Karte, naja, Hündchen denken nicht. So, warte, gut, dass du kein Hündchen bist, hä? Irgendwann fängst du an, die Scheiße zu glauben, Junge. Machst doch keine Vorstellung. Ach ja, Jojo meint noch, meint Jojo zu den anderen beiden. Die Ansage war übrigens, sie muss noch laufen können hinterher. Nachdem sie beim Doktor oder? Matrioschka? Nein, wenn wir mit ihr fertig sind. Sag ich ja, nachdem sie beim Doktor. Sie muss noch laufen können. Müssen sie wieder aufwirbeln eventuell. Nee, sie muss noch rennen können hinterher. Okay. Spielgefleister, du gibst mir die Karte dann per Upload, denke ich. Ja, na klar. Weil das ist also, groß. Karte Dankeschön. Ist da. Das, was immer die lustigen Vierecke sind mit der 1, das sind Max-Schlösser. Die sind Stufe 1 sind auch Stufe? Nö, ich habe einfach irgendein Bild von denen genommen, aber okay. Sag mal, sind auch nicht viel besser, ne? Weißt du, wenn du so eine Gang hast, dann musst du nicht immer die besten Schlösser haben, weil du hast ja die Bros, die dafür sorgen, dass du die Schlösser nicht brauchst. Gelbe, lustige Kreise sind Kameras, die sind auf jeden Fall höchste Qualität. Vielleicht ist die Linse ein bisschen angelaufen schon oder so, aber sonst sind die echt krass. DG sind Druckgeflechte, das ist natürlich schon ein bisschen besseres Material, das kann man auch nicht so leicht überspringen, weil das ja echt viel Raum abdeckt. So, dann die ganzen lustigen Vierecke sind es ja schon irgendwie. Rauten. Egal. Rauten sind quasi Typen, die dort aufpassen. Und der Rest erübrigt sich vorbei. Das Sternchen oben links, das könnte dort, vermutet er Matrioschka, weil sie dort immer war. So, das ist schon immer ein Casino gewesen, das Casino Royal. Das war auch
Das war der höchste Standard, den man in Russland oder in Moskau quasi besuchen konnte, so 2030. Cool. Und jetzt inzwischen, also sind nicht mal überall AR-Überblendungen drin, da muss man noch viel mit eintippen und machen und richtig erbärmlicher Scheiß. Da gab es auch früher Übernachtungsmöglichkeiten, das sind diese Arme rechts, die da abgehen. Das sind quasi alles Kabinen zum Schlafen oder Zimmerchen. Das heißt, Zimmerchen waren schon bessere Zimmer, aber das benutzt heute keiner mehr, kannst du auch nicht machen. Ist zum Teil ein bisschen sehr baufällig. Was war noch? Die Zwischentüren Chef. Zwischen den Armen sind nicht gesichert? Nö. Da steht Chef da oben. Ja, der Chef ist der Chef von dem Ding. Ja, ich dachte, der Chef von den Fleischern. Nee. So, jetzt passt mal auf, Kinder. Hier, ich habe dort ungefähr standen die immer rum, haben sich manchmal abgewechselt, einer hat gepennt und so ein Scheiß. Dort, wo C drinne steht, das ist, da habe ich einen Namen sogar mitgekommen, Vornamen, das ist Martha. Martha, das ist auch eine Urkin. Ich habe hier sogar ein Bild, das werde ich euch dann auf jeden Fall später noch geben. Bei der weiß ich, dass die früher ganz schön gerne mal am Nitro genascht hat. Und eigentlich sollen sie das dort nicht machen, aber so wie die aussieht, kann ich mir gut vorstellen, dass die ab und zu ja nochmal das Näschen nei hält. Das gefällt dem Chef dort ja nicht, überhaupt nicht. Da würde der die auch, glaube ich, richtig hart zerrumsen, wenn der das rauskriegt. Aber bisher ging's wohl noch, ne? So, denn hier D, ne? Der Rafik, weiß sogar einen Namen, Abramov, aber benutzt ja eh keiner. Von dem weiß ich, der hat mir damals den scheiß Reflexbooster weggeschnappt, den ich wollte, aber es war gut, wenn der war ganz schön im Eimer. Wenn der zu viel Koffein oder so ein Scheiß oder Aufputschmittel hat, dann rastet der komplett aus und dann Körper streckt sich und dreckt sich und dann links, rechts, völlig am Ende, der Junge. Das ist so, der ist aber eigentlich noch relativ entspannt, soweit ich weiß, aber jetzt kommt der Knaller und das ist echt ein bisschen blöde. Der Chef von dem Laden, der nennt sich Diablistan 11. Das Ding ist... Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie anstrengend das ist. Das Ding ist also... Doch schon. Der heißt natürlich nicht so. Das ist die Straßenecke. So, die heißt Diablistan und der Typ hat so viel Cyberware überall drinne, dass der seinen Namen inzwischen vergessen hat und auch sein Privatleben. Der sitzt einfach nur auf seinem scheiß Stuhl, bis er eine Aufgabe kriegt. Und dann zieht er's durch. Aber der zieht's auch durch. Vor dem haben sie alle mörderischen Schiss, weil der Junge ist echt komplett aus dem Leben geschossen. Das Ganze, also der macht einfach nichts. Und wenn er's macht, schnell, präzise und ohne Mitleid hat er zwei seiner echten Leute zerrumst, weil er wohl einen Tipp bekommen hat, dass die dort Scheiße bauen. Aber richtig zerrumst, die Köpfe flogen noch Meter weit weg, habe ich gehört. Vielleicht waren es auch die Beine, man weiß es heute nicht so genau, wo immer der Arme rumfliegt. Naja, sag mal, genau. Fisti. Ja, Gunfistesig. Fisti. Hör mal, Chef, ist der Wi-Fi mit seinen ganzen Utensilien oder ist das Oldschool? Naja, das brauchst du nicht Wi-Fi, weil das sind Gliedmaßen. Der hat komplett, außer dem Kopf ist alles Cyberwert. Das braucht ja keine, ab und zu brauchst du da ja mal eine Kontrolle aus. Das machst du eigentlich immer aus mit dem Wi-Fi, das ist scheiße. Und der hat sich so die Eier und den Schwanz wegmachen lassen, bei Cybertorso, verstehst du? Alles komplett weg. Rationalisiert oder so. Ratifiziert. Genau, so heißt es. Der ist echt eine Maschine. Aber irgendwie muss da noch ein anderer sein, der dort ein bisschen aufpasst. Weil wenn so eine Maschine, die denkt ja nicht mehr mit. Irgendjemand muss da sein, der da ein Auge drauf hat und ein bisschen die Stimmung angibt. Das ist alles, was ich euch erstmal erzählen kann. Das Ding ist gut besucht, auf jeden Fall, kann man so sagen. Richtig gut, am Abend sind da bestimmt 200 Leute über den Abend verteilt drin, aber hat auch von 8 bis 5 Uhr nachts hat es offen, also von 8 früh bis nächsten Tag 5 Uhr morgens, verstehst du? Wann ist denn da am meisten los und wann ist da am wenigsten los? Das kann ich nicht so genau sagen, so lange war ich da nicht. Immer mal ein bisschen, aber... Würden wir da auffallen? Ich sage mal, du würdest auf jeden Fall auffallen, Schnecke. Die meisten Lohnsklaven dort versuchen sich so ein bisschen heimlich durch. Der Konzern darf ja nicht merken, dass sie so illegales Casino besuchen. Versuchen sich dort heimlich, so unauffällig heimlich hinzustehlen und gucken sich dauernd um und kleiden sich so neutral und du bist ganz schön bunt. Naja, das lässt sich alles ändern. Ja, und deine Mähne, dieses, was du dir auf dem Kopf aufbauen lassen hast, das ist auch ganz schön gewaltig. Da weiß ich nicht, wie das unauffällig bleiben soll. Und du, an Billy gewandt. Das lass mal meine Sorge sein.
Gerne. Du, und du was siehst, mit mir? Ne, du siehst einfach viel zu gut aus. Entweder du brauchst noch ein bisschen so, weiß ich nicht, offene Stellen im Gesicht oder so, das würde dir gut stehen. Oder du musst dich halt richtig nuttig rausmachen. Richtig nuttig. Das gut, lässt dann mal meine Sorge sein. Weißt du irgendwie von Cyberware-Scannern oder irgendwie sowas anderem? Nee, Alter, dann auf keinen Fall. Das kann doch bestimmt ja auch keiner bedienen, Dose. Außerdem cool. Würde das bei denen selber ja dauernd rumpiepen dann. Die sind doch alle irgendwie mit irgendwas bestückt. Und was weißt du über den Hacker? Der Script-Giddy. Ich glaube, der war relativ jung, das lässt sie. So um die 24 oder so. Und hatte jetzt nicht irgendwie Schule oder so ein Scheiß zu Ende gemacht. Das brauchst du ja eh nicht. Aber der hatte sich das so Learning by Doing. Und da kommt natürlich nicht so viel raus. Deck ist natürlich auch, also sieht aus, sieht auf jeden Fall schlechter geputzt aus als meine Rutscher Super Pro Hawk. Verstehst du? Und was macht der da? Ich weiß es nicht, aber meine Vermutung ist nur, dass der sich sehr genau, er guckt natürlich mal kurz durch die Kameras und so und mal über den Marktschlösser drüber, aber dass er sich eher sehr genau mit den ganzen Leuten dort beschäftigt, mit den Comlinks und vielleicht versucht, ein bisschen Geld abzufischen oder ein paar Druckmittel zu finden, dass man so ein paar Lohnsklaven später nochmal ein bisschen erpressen kann oder so. Damn. Data, alle denken immer, der Gunfist ist blöd, aber so blöd bin ich nämlich auch nicht. Ich hatte ein bisschen eine Pechsträhne. Und, was ich noch loswerden wollte. Euch zween. Euch habe ich vor jedem, schon vor langer Zeit. Ist voll lieb, danke. Jojo guckt ihn gerade völlig fassungslos an. Jojo müsste ihn eigentlich jetzt anschreien. Du hast den Rand versaut, du Idiot. Hättest du die Alte nicht über den Haufen geschossen, du blöder Pisskanal, du. So müsste die jetzt abgehen. Die guckt ihn gerade echt völlig fassungslos an. Ja, stand die Wut im Vordergrund. Aber eigentlich hattet ihr ja nichts damit zu tun, dass mein Bro abgekratzt ist. Echt, ich meine, das war halt echt enormer Zufall, Junge. Dass wir dort beide waren. Junge. Ja. Nee. Ja, was denn jetzt? Ah! Was ist denn jetzt eigentlich dein Problem? Wenn du die scheiß Alte da nicht platt gemacht hättest, ey. Ja, aber woher soll ich denn wissen, dass ihr da noch rumspackt? Ah! Hm? Irgendwas verpasst? Ja. Egal. Eine Menge. Kopftisch. Aber eins noch, jetzt mal ganz im Ernst, ne? Du hast ja einen gewissen Ruf, so. Also, du bestimmt auch. Also, man hat ja einen gewissen Ruf. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres für einen Ruf, als wenn du irgendwie anfängst, den Leuten mit der Jojo-Schnurte Eier irgendwie ab. Das, ich glaube, das verzeiht ja kein Mann, der davon hört. Das sollst du echt nicht machen. Aber es hat funktioniert. Schon, ja. Ja. Aber das zu vergeben war auch das Schwerste von allen. So. Der Cheese wird so richtig sympathisch. Man kann mich ernst nehmen. Ja, ja, doch, doch. Er hat Gunfist. Was sind das eigentlich? Achso, ich verstehe. Gunfist wird noch Jojos Liebhaber, oder? Oh ja, bitte. Meine, du hast alles von mir gesehen. Ich liebe dich. Das war voll gut, wie du die Eier abgebunden hast. Ich will dich. Ich stehe da drauf. Ich muss drauf auf die. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Wie sollen das dann sein? Jawohl! Klar steht das Spaß im Hintergrund. Oh ja, 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 so ist gut. Ich liebe das kleine Kaninchen, ich brauche das. Das macht keine Arbeit. Ich würde mich so freuen, wenn ihr mir das schenken tut. So. Ah, das wird ja ein ganzes Stück Arbeit. So, die sitzt immer da bei diesem Sternchen, ne, neben dem Chef da. Ja, neben Chefe. Gut. Und da ist sie meistens, sagst du. Ah,
Eigentlich immer. Der hat da ein kleines Privatklo und so, gute Vorräte. Ach, weißt du, wie dick die Mauern sind? Stimmt. Keine Ahnung, Alter. Aber es war ja früher mal ein teures Etablissement, also denke ich mal, schon hält was aus. Ja, aber und wie viele Fenster sind da drin? Da hinten, warte mal. Ich glaube, die zwei hier. Okay. Geschäftszimmer. Wie hoch ist denn das? Kommt man von die Fenster, kommt man an die Fenster von außen ran? Ich glaube, da fehlt eine Zahl. Kommt man von außen ran? Ja, du vielleicht nicht unbedingt. Aber wenn du dich vielleicht auf jemandes Schulter stellst oder so, dürft's schon gehen. Gut. Oh. Brute Force ist nicht so eine gute Idee. Alter, das könnt ihr nicht machen. Die zerrammeln euch doch. Naja, eben. Naja, die Überraschung ist immer ein schöner Trick quasi. Überraschung, siehst du dich noch? Die Leute wurden im Sommer komplett zerrungst. Denkst du, die rechnen nicht damit, dass nochmal jemand vorbeiguckt? Denkst du, das hätte keiner probiert in so einem Casino? Klar waren da ein paar Street-Kiddies, die sich gedacht haben, hier, jetzt holen wir uns mal dicke Stanken Geld und dann wird jemand auf uns aufmerksam, am besten so ein Johansson oder so. Sind da rein, aber komplett zerrungst als die. Andererseits müssen wir die dumme Kuh auch irgendwie da rauskriegen. Man könnte die erstmal mit einer Zermürbungsattacke quasi erwischen. Also die Martha, oder wie hieß da, wenn die Drogen drin hat, dann wird die zerrumst, hast du gesagt. Naja, nee, wenn die Drogen drin hat, dann freut die sich richtig. Ja, aber der wenn Chef zerrumst sie dann. Das war der andere. Naja. Das habe ich jetzt bei dir nicht verstanden. Genau, nee, der eine, der geht ja so auf Koffein und alles ab, was irgendwie aufputscht. Genau, dann ist der so ziemlich außer Gefecht. Und die Martha, wenn die Nitro nimmt, dann freut die sich, dass er Nitro genommen hat. Ja, aber der Chef mag das nicht. Ach so, das ja. Ja, genau, okay. Danke. Das ist für mich erklärt, was ich vorhin gesagt habe. Gut. Ja. Das ist das, was wir vorhin verstanden haben. Ist ja auch richtig. Ich bin ja mein Freund von Caitlin, was das angeht. Einmal eine Slash-Granate K-10 da rein. Hast du denn Spaß? Nicht? Schade. Ich sag's mal so. Kommst du nicht ran. Ach. Hätte das selbst erwartet. Und selbst wenn. Ich glaube, dann machen die sich alle einfach gegenseitig tot und die dicksten und brutalsten kommen noch rausgerannt und machen euch mit tot. Egal wo ihr seid, die finden euch. Also nur weil du es willst. Das komplette Fleischer-Turf ist dann einfach quasi ärgerlich. Oder sie machen Matrioschka tot. Das wäre ärgerlich, die muss ja noch rennen. Ohne Sport-BH. Dam, dam, dam! Ihr Gunfist! Wer sind denn die Croupiers, die an den Tischen arbeiten? Die gehören auf jeden Fall nicht zur Yang. Ich weiß nicht genau, wer das ist. Ich glaube, das sind halt auch so, nennen wir es mal, angestellt oder so. Okay. Den wird auch nicht so richtig vertraut, aber die wissen schon, was sie machen dürfen und was nicht. Warum redest du eigentlich so komisch? Ist was mit deinem Kehlkopf nicht richtig, oder wie sieht's aus? Na du, deine Stimme macht mich nur so an. Machst du dich um mich lustig? Nö. Also, hättest du vielleicht mal untersuchen lassen. Hast du recht. Also, du sagst, die Croupiers da, die da arbeiten, die gehören nicht dazu. Nee, aber das auf keinen Fall. Bisschen Chaos. Müssen wir uns halt irgendwie unauffällig da reindingsen. Vielleicht fallen wir ja nicht auf zwischen den ganzen Leuten, wenn wir es richtig machen. Eins muss euch klar sein. Denen ist scheißegal, wenn die ihre komplette Kundschaft abmurksen. Ja, klar. Gut. Aber... Kommen da Bullen in das Gebiet überhaupt? Ja, die wollen ja auch mal ein bisschen Würfel schmeißen, wenn du verstehst, was ich meine. Mhm. Und die lieben dieses Casino, weil da kommt der ganze Schmutz dort hin und spielt dort und die haben ihre Ruhe, weil dort will ja eh keiner hin, verstehst du? Mhm.
Kinder sich viel auf den Host. Ja, aber lass uns doch noch ein bisschen Zeit mit. Also, ne? Lass dir da Zeit für. Ich mach das jetzt nicht von hier aus. Das meinte ich. Und lass dir dabei Zeit. Sowieso. Naja. OT, was hatte Nitro nochmal für eine Wirkung? Warte. Ich kann dir das ganz schnell skizzieren. Ich muss zusammen mal gucken. Also, du hast richtig Bock. Das ist ja schon mal das Erste. Dir kann jemand mit einem Baseballschläger sämtliche Knochen einbrechen und du wirst davon nicht viel mitbekommen. Du kriegst deine Umwelt deutlich besser mit, also so ein klarer Rausch, wie ja auch dem Kokain zugeschrieben wird. Sowas will ich dir nicht geben. Du wirst super stark und du kannst dich besser gegen... Du setzt deinen Willen eher durch. Ha. Wie wär's, wenn wir dir einfach ein bisschen Angel Dust geben? Wie wär's mit Special K? Du mal mit deinem scheiß Special K, Junge. Ich liebe Special K, ist voll gut, Alter. Ja, das ist ja schön und gut, aber wenn wir der Angel Dust geben, dann rastet die mit ein bisschen Glück noch richtig aus. Weißt du, uns kann doch eigentlich nichts Besseres passieren, als wenn die sich da gegenseitig zerdingsen. Eben, das meine ich. So, dem anderen Kerl schieben wir dann auch noch irgendwas unter. Der kriegt dann ja, einfach ein Stimmpatch mit Aufputschmittel. Dann ist der am Zappeln und ist vorbei. Ja, der kriegt dann irgendwie seinen... Ach, da müssen wir, dem müssen wir doch eigentlich nur, ja doch, so ein bisschen High-Energy-Gedönse. Geht bestimmt. Das geht schon, ja. Der Match ist mir zu teuer für den. Ja, Longhorn. Ja, ich gebe lieber 50, 60 Euro aus oder noch mehr. Der kriegt und ein bisschen Amphetamin. Mit Koffein gemischt und so ein bisschen, weiß ich nicht, sowas halt. Das reicht dann doch für den. Ja, ich will ja eigentlich auch nur auf den Patch, auf den Medi-Patch quasi, dass wir ihm das aufpappen können. Hm. Muss natürlich durchsichtig sein, sodass es nicht auffällt auf seinem Arm. Aber so eine hübsche Lady kann sich bestimmt an ihn ranschmiegen und ihn mal fragen, quasi, wo es denn zur Toilette geht. Und dann zack, hat er es drauf und dann... Mit einem kaputten Reflexbooster, der sich ab und zu mal aktiviert, Alter, wenn du den da aus den anpackst und der macht, bevor er denkt, Alter, das würde ich aber nicht empfehlen. Ich überlege jetzt auch gerade, wie wir Kaban in das Kleidchen reinkriegen und das mit dem Make-up machen. Ja, das wird echt ein Problem, ey. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du ja einen schönen Man-Boobs hast, Junge? Redet er das mit sind... mir jetzt? Das sind mit Kaban. Das sind vernünftige Muskeln, ja. Also. Ja, die also tanzen ja kurz mal so links, rechts quasi, zapp, zapp, einmal. Werden die einmal angesteuert. So. Wisst ihr, mir hat man mal gesagt, ich wäre ein scheiß Poser. Das sehe ich jetzt auch nicht, also. Was? Naja. Wer kann, der soll. Also. Übertreib's nicht, Junge. In diesem Raum ist eindeutig zu viel Testosteron-ähnliche Substanz. Nee, jetzt mal im Ernst, Junge. Ich hatte, ein halbes Jahr Zeit, mir darüber Gedanken zu machen. Gucke, wo dich das hinbringt, gucke mich an. Wenn du denkst, du bist so heiß, das kann nicht gut gehen. Ewig nicht. Ich bin doch nicht der Geilste, aber bin schon auch ganz okay. Alter Verwalter. Ich brauch Popcorn. So, jetzt aber wieder zurück zum Thema, und zwar unseren Plan. Ah, ja. Schade, wenn ich wüsste, was die da alle saufen. Ja, Schnaps. Ja, eben, der wird nicht... Mist. Also, beziehungsweise, wen meinst du mit alle? Na, haben die irgendein zentrales Getränkelager oder so? Ja, da gibt's eine Bar. Die haben alles in Flaschen abgefüllt da, ne? Ja, Flaschen, Kanister, was ich halt so finde, ist jetzt nicht ein besonders edles Ding. Schade. Jojo, guck mal die anderen an.
Was meint ihr, was passiert, wenn wir denen da irgendwie LSD ins Wasser oder in den Schnaps tun oder so? Die haben alle viel Spaß, oder? Das heißt nicht, dass die Gäste dasselbe saufen, was die saufen. Es ist mir doch egal, was die Gäste saufen und was die saufen, wenn die alle das gleiche trinken. Ja, ach, du hast schön. Jetzt wieder nicht verstanden, dass die Gäste ja, dasselbe doch. Saufen, wie die saufen. Ich glaube, die sind, wie Gunny schon gesagt hat, oder Fisti schon gesagt hat, die sind ein bisschen makaber, hyperaktiv wahrscheinlich gerade. Gunny vorsichtig. Ist der Name. Du hast einen Spitznamen, du bist zu lieb jetzt. Der finde ich nicht in Ordnung. Selbst, das ist eigentlich von der Scheiße, wie heißt der eigentlich? Weißt du das echt noch nicht? Ich hab's vergessen. Das Langzeitgedächtnis von Hunden ist nicht so lang. Scheiße, jetzt sag ich die Kacke auch schon. Bist kein Hund. Ich bin kein Hund, halt mal. Oh, geil. Er nimmt sich dort einen Einwegrasierer vom Regal. Dann nimmt er sich noch weitere fünf und beginnt seine Brust komplett zu enthaaren. Warte, ich helf dir, komm her. Nee, lass mal, du, das finde ich jetzt, also. Da ist aber Rasierschaum zu benutzen. Ansonsten kriegst du Hautirritationen und so kleine Pickelchen, das sieht scheiße aus. Er guckt dich an, als, keine Ahnung, wärst du eine Abhandlung über Quantenmechanik. In der Zeit geht sich Jojo kurz Popcorn holen. Popcorn ist aus. Was? Marshmallows aber nicht. Ansonsten geht sie sich Frühstückscerealien holen, so Kelloggs Gedönse. In kleinen Packungen mit vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen, die du oben Säumilch einfüllen kannst. Genau. Ich verstehe. Aber sie isst die so, weil sie ja kein Popcorn hat. Achso, okay, schade. Es muss nur knuspern. Ja, du hilfst Gunfist, seine Brust zu enttarnen. Ich finde das einfach so schön. Nur nicht anfassen, nur erklären. Achtung, jetzt hier noch da. Und jetzt gegen den Strich nach oben und jetzt nach unten, jetzt nach rechts, jetzt nach links. Man könnte meinen, du hast das schon öfter gemacht, aber du bist ja ein Elfchen, du hast ja überhaupt keine Haare. Kennst dich aus. Ich habe tatsächlich Erfahrung mit Schleidingen, ja. Oh ja. Was war das letzte Namen? Sauerkirsche. Sauerkirsche nennt man mich. Davon könnte ich auch in hier vertragen. Du heißt Sauerkirsche. Das kann ich mir merken. Das, Alter, das kann ich mir auf keinen Fall merken. Ist das Spielabend, schreibst du da oben hin, Sauerkirsche. Wieso, wird Gunfist mitkommen, oder was? Keine Ahnung. Ja. Der hat gesagt, er will mitkommen. Er hat doch schon Kanonenfutter. Hat er gesagt? Ja. Ah. Die Fotze muss weg, war die Ansage. Also bist du dem jetzt dabei? Dem gebe ich eine Maschinenpistole in die Hand und dann ist gut. Fisti, du kommst mit? Echt? Ja, ich kann mich da natürlich drinnen nicht sehen lassen, bevor es nicht die Action losgeht, aber dann die Fotze muss weg. Wir können dich schon drin sehen lassen. Wir geben dir das richtige Outfit. Lass das mal meine Sorge sein. Und wir wollen die nicht da direkt umbringen, wir wollen die schon mitnehmen, ne? Ja, warum wir wollen eigentlich? Die nicht. Weil wir noch ein paar Dinge mit ihr zu klären haben. Wir wollen mit ihr sprechen. Aber die stirbt. Ja, die anschließend. Stirbt. Also, ja, klar. Dafür wird gesorgt, sie wird sterben. Das Ding ist nur, also mein Problem ist, wenn du mir ein anderes Gesicht gibst, okay, aber wenn mich einer anspricht, ich habe so eine sehr gut wieder zu erkennende, volltönende Stimme. Wir machen dir einen Stimmmodulator rein. Oh, das ist gut, da ist mein Bass dann nicht mehr so raus. Mach dir eine Fistelstimme, dann heißt das mit dem Fistel passt dann nämlich. Ja, wenn das nötig ist. Alter, es wird echt immer schlimmer, wenn ich. Kannst du rein, der Mose? Ja, bitte, ich bin ein Gunfist. Nein, mein Name ist Fisti. Oh, geil. Mein Name ist Duguna. Das kann ich mir dein Soundboard, dein Verzerrer bitte ausleihen dafür. Es ist halt ein physikalisches Ding, leider. Es tut mir leid, ist aber ja, könntest du gerne tun. Also, so, Sauerkirsche, okay, und dann haben wir hier noch. Ha? Jetzt macht mal keine Mucken, ich muss euch irgendwie nennen können. Ich bin der Große. Das ist. Und ich die Kleine. Das ist doch scheiße. Ja, wenn ihr so wollt, dann Zuckerschnittchen. Quark. Und Mandoob oder was? Zuckerschnittchen.
Jetzt echt mal. Ihr gebt mir Spitznamen. Ihr gebt mir Spitznamen und ich nicht, oder was? Also Zuckerschnütchen, Manboob. Und Sauerkirsche kann ich mir merken. Und Sauerkirsche. Wenn er mir das vor einem halben Jahr gesagt hätte, dass ich mit euch ja noch ein Witzchen mache, das hätte auch genau geglaubt. Nee, wir auch nicht. Glaub mir. Ist doch alles gut gelaufen dann. Geht so. Wir hatten ein paar Startschwierigkeiten. Du weißt ja, zuerst wird man Feinde, dann die besten Freunde. Naja, das sehe ich ehrlich gesagt noch nicht, ohne unhöflich sein zu wollen. Das war jetzt schon ein bisschen unhöflich. Es tut mir leid. Das ist meine Aufgabe. Sowas darfst du ihr nicht sagen, das kränkt sie. Guck mal, wie schön ich dir die Brust rasiert geholfen habe zu tun. Als nächstes rasiert sie dir die Eier. Nee, tut sie nicht. Ich dachte, das wäre dein Job. Meiner? Ihr die Eier zu rasieren? Nicht ihr. Ihm. Und wenn, dann werden es ja die Eierstücke, bitte, ja? Eben. Gunfist schlägt sich mit seiner Cyberhand hart ins Gesicht. Warum machst du das? Ihr wollt mich nur über was versichern. Und zwar? Ja, ich wollte nur einen kleinen Realitätsabgleich machen. Mhm. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Jojo holt ihm Wodka. Das klingt vernünftig. Gunfist Alkohol geben. Ich glaube, das stand auf dem Plan. Na, er kriegt nur ein... Jetzt sieht man mal das Fläschel her. Ich glaube, ihr paart ihn heute Nacht mit dem erstmal noch. Gunfist nimmt die Flasche Wodka, tut sich zwei Vitamintabletten schön zerbröseln. Zieht sie durch die Nase. Nee, in die Flasche und dann, sag mal, Rinnenschacht. Da geht schon so ein Viertelfläschchen, kann da reinlaufen in den Mann. Ja, ist ein Ork, also bitte. Hat er schon ganz vergessen, wie die Scheiße schmeckt. Immer noch dasselbe. Für den Realitätsfilter. Naja, jetzt sehe ich wieder klar. Das ist gut. Ich höre plötzlich keine Gespräche mehr über irgendwie Eierrasierung, so ein Scheiß. Das muss richtig sein jetzt. Beauty. So, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir gucken uns erst den Laden an. Dann, würde ich sagen, machen wir uns einen Plan. Ja. Währenddessen ich quasi... Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es eine so fürchterlich gute Idee ist, wenn ich in diesen Laden reingehe. Das muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ich glaube auch nicht, weil das relativ... Die wollen nicht einen Ausweis sehen. Darum geht's nicht. Du bist relativ klein und auffällig. Und wenn die dich erkennen, dann bist du am Arsch. Ich glaube, sie kennt mich nicht. Ich weiß es nicht. Ich muss mal meinen Kontakt fragen, ob sie ein Dossier von mir gekriegt hat. Ja, das Problem ist nicht nur sie. Ich wundere mich gerade, dass Gunfist gar nicht gefragt hat, was ist denn ein Dossier? Der hat das kurz überlegt, aber es war ihm dann scheißegal. Der hat nochmal die Wodkaflasche angesetzt. Ja, ein kleines Schlückchen. Mal kurz gucken. Und, wie spät ist die Flasche schon? Nee, da ist jetzt nicht viel mehr raus. Aber hier, ihr hattet euch gerade unterhalten. Oh, es wäre so schön einfach, wenn wir einfach das Casino sprengen. Ehrlich gesagt, so einfach ist es nicht. Und da ist glaube ich auch. Das ist schon relativ groß. Das weiß ich doch, aber lasst mich doch träumen. Außerdem hast du nicht gesagt, die Alte soll noch laufen. Jo. Ja, aber... Das widerspricht sich in meinen Augen. In meinen Ohren ja. Widerspricht sich das auch, aber... aber ich habe nichts... Ehrlich gesagt, ich habe wirklich nichts dagegen, dass wir das durchaus benutzen, also so Sprengstoff und so weiter. Also, ja. Wenn... Also ich bezweifle irgendwie, dass wir da reinkommen, ohne dass sie es merken. Also werden wir eventuell durchaus eine Mischung zwischen Sneaky-Sneaky und ab durch die Mitte machen müssen. Ich glaube, die Vorbereitung wird Sneaky-Sneaky und dann ist unsere einzige Chance, so viel Chaos auszulösen, dass wir nicht auffallen oder die andere Probleme haben, als auf das Vibe zu achten. Leute, stopp. Er gibt die Flasche euch. Macht jetzt erstmal auch nochmal einen kleinen Realitätscheck und dann erklärt er mir,
dass er eine der drei größten verbliebenen Einkommensquellen der Fleischer mit Sprengstoff angehen wollt. Überlegt nochmal ganz kurz, nehmt mal einen tiefen Schluck und denkt einfach mal nach. Ich nehme einen tiefen Schluck. Sprengstoff hört sich ziemlich geil an. Ja, ich sehe den Einwand. Du sagtest, es gibt aber auch eigentlich nicht wirklich eine Zeit, wo da einfach nur wenig Leute sind, oder? Klar, gibt's die garantiert, aber ich kenne sie nicht. Das lässt sich aber rausbekommen. Ja. Ich meine, die machen den Laden ja auch dicht irgendwann. Das muss ja auch Gründe haben. Ja, ja, aber aufpassen wir doch trotzdem. Na ja, gut, wobei vielleicht. Oh Gott, ich sollte nicht in dieses Gebiet reinrennen. Dafür kriege ich nur wieder eine gewatscht. Naja, ich setze setz mich mal ab von euch jetzt eben. Ihr kommt ja gut klar hier. Hey, was passiert eigentlich? Also er sagte ja gerade, es sind einer von drei großen Einnahmequellen. Was sind die anderen beiden? Straßenprostitution insgesamt und weniger Straßen, sondern mehr Bordellprostitution mit auch ein paar aufgehübschten Ladies. Also alles, was du dir vorstellen kannst. Popstars, Popikon, Politikerin, also ein bisschen so, jetzt nicht jede, das ganze Sortiment, aber ich kann haben nicht sagen, die dafür da ist auch was für dich dabei. Wie bitte? Haben die dafür verschiedene Etablissements oder haben die ein größeres Etablissement? Nee, da haben sie schon ein paar mehr auch, also drei, vier, glaube ich, sind es noch. Was würde wohl passieren, wenn da eine Bombe hochkommt? Was würde wohl passieren oder was müssten wir wohl dafür tun, um da überall was zu machen? Außerdem ziehen die doch ihre Leute nicht ab. Habt ihr schon mal was mit Sprengstoff gemacht? Früher mal. Jojo sagt jetzt nichts. Bist du dir sicher, dass du damit in ausreichendem Maße umgehen kannst? Nö. Ah ja, ich weiß nicht, ob ich euch helfen will, wenn das in die Richtung tendiert. Das tut mir leid. Nee. Ich habe das jetzt die Möglichkeit, meine Freiheit wieder zu gewinnen. Da muss ich nicht von Fleischern irgendwie ausgenommen werden. Das muss anders gehen. Während Jojo überlegt, Billy, was wolltest du machen? Ich möchte mich absetzen, ich möchte mich irgendwo hin verziehen, wo ich gute Matrix-Anbindung habe, nicht zu Hause und ansetzen kann, das zu tun, was ich zu tun habe. Muss aber nicht mehr heute tun. Ah ja, ich sehe gerade. Nee, ich sag nur, das muss nicht mehr heute tun. Ich kann, aber es muss nee, nicht. Nee, das passt gut, dann könnt ihr auch, während du noch irgendwo hinfährst oder so, euch ja noch kurz ein bisschen weiter unterhalten, dann können wir nächstes Mal den Hack machen, das passt schon. Wir können nämlich planen bis nächstes Mal. Sowas brauchen wir, einen guten Nachtschlaf. Das wäre auch das, was ich jetzt allerdings vorschlage. Ja, dass wir uns, ja, dass die sich erstmal alle trennen oder was und dass wir uns dann nochmal wieder treffen oder wie? Der Junge muss erstmal ein bisschen fit werden. Oh, ihr könnt ja. Und ohne Gunfist könnt ihr nicht rein. Hier, Fisti, gibst mal uns noch eine Comlink-Nummer, wo wir dich erreichen, ne? Naja, warte mal. Da müsste ich mir mal ein neues kaufen. Ich will das hier nicht verwenden. Wer weiß, was die Alte damit gemacht hat. Nimmst du hier, beim Staffer gibt's doch. Kann er nicht ist bei dir irgendwo unterkommen? Bei mir? Ja, in der Gegend da. Weil Jojo hat ein Hühnchen. Er sollte wahrscheinlich nicht auf seine alten Kontakte zurückgreifen. Ich guck mal, ob ich was organisiert kriege. War das übers DNI? Ja. So, und was wollte Billy gerade noch? Er schlendert jetzt zum Comlink-Billigautomaten und macht ihn auf, sag ich mal. Ja, was wollte ich denn fragen? Jetzt habe ich wieder vergessen, was ich fragen wollte. Mädels, sollen wir uns irgendwie ein, zwei Tage Ruhe gönnen und uns dann wieder treffen? Ich weiß nicht, wie lange brauchst du nur, um dich ein bisschen aufzupäppeln? Ja, ich bin prinzipiell fit, aber ich würde noch fitter werden, sag ich mal. Wie lange brauchst du dafür? Ja, zwei Tage ist schon okay. Zwei Tage, alles klar. Zwei Tage ist okay. Ich würde vorschlagen, dass du deine alten Kontakte nicht anrufst. Wieso? Überleg doch mal, wenn du irgendwo wieder auftauchst und ihr Hühnchen ist weg und sie will das nicht, dann kommst du ganz fix zu ihr oder sie drückt den Knopf und dann wird sie feststellen, dass es nicht funktioniert. Das ist nicht cool. Ich schlag mich schon durch. Das geht schon.
Na, sagen wir mal, er hat zumindest insofern recht, als dass es vielleicht sinnvoll wäre, möglichst wenig Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen. Ja, ich kann nur ein bisschen mit dem Squadron kuscheln. Na, vielleicht finde ich auch noch eine Unterkunft irgendwie. Oder wir checken dich in ein Sarghotel ein für 2 Nächte oder so. Naja, ist das nicht mit dem Squadron kuscheln? Naja, quasi. Ich schicke Irgend so ein euch Squadron gibt beiden mir schon die noch Kohle. eine Nachricht. Euch beiden schicke ich jetzt eine Nachricht, wo erstens drin steht: Jetzt nicht mal übertreiben, das ist nicht unser bester Freund, jetzt ein Solid Bro, bis wir mit dem durch sind, weil ganz vertraue ich der ganzen Sache hier noch nicht, das könnte genauso gut eine Finte auch sein jetzt. Und zweitens, wenn du ein Herz hast und das findest, weißt du, was du machst? Fragezeichen steht auf der Textnachricht. Das wollte ich ihm eigentlich noch in die Nase reiben und sehen, wie er reagiert, oder hat einer von euch einen Einwand dagegen? Nö, mach ruhig. So, Spieler, du musst mir jetzt nochmal kurz erhellende Worte unter die Arme greifen. Herz hast und das findest, weißt du, was du machst? Fragezeichen. Ist es wirklich die ganze Nachricht? Ja. Und die Videos? Ist da Die sind irgendwas? dann unbetitelt auch. Und? Wer hat die aufgenommen? Die sind aus seiner Perspektive. Also er. Und er hat dabei Spaß oder nicht? Das ist nicht zu erkennen, aber ich kann mir schlecht vorstellen, wie jemand Spaß hat, wenn er immer wieder eine Gabel ins Auge bekommt. Er hat es zuletzt sogar geschafft, nicht zurückzuzucken. Liebster, ich werde dir mal kurz einen YouTube-Link schicken. Ne, nicht YouTube-Link, sondern einen anderen Link. Das gefällt Und mir dir nicht. Videos. Und Ah, der Videos. ist kein Masochismus, beruht Aha. darauf, dass man es möchte. Wenn man es Ja. nicht möchte, ist man ein Sklave. Das ist was völlig anderes. Wenn ein Masochist sagt, Stopp oder Rot oder welche auch immer welches das Codewort ist, vermutlich ist es Sauerkirschen in den meisten Fällen, und du dann nicht aufhörst, dann wird er auch keinen Spaß mehr daran haben. Also es gibt so Extremis, wo das zählt nicht. Da kennst du dich aber nicht gut in der SM-Szene aus. Bei jeder SM-Sache gibt es irgendwo eine Grenze für den, und wenn du die überschreitest, wird es für ihn irgendwann ungeil. Sehr wahrscheinlich, ja. Sagen wir es mal so, es mag sein, dass es auch sehr extreme Enden von irgendwas gibt, aber bisher machte Gunfist nicht den Eindruck, so einer zu sein. Klar geht das. Jojo hatte sicherlich auch nicht vor, den nach Hause einzuladen. Das einzige. Ich will dem aber schon unseren Plan nicht verraten. Ich will nicht einen Plan mit dem zusammen ausmachen. Weißt du, wie ich Müssen wir meine? ja auch Wenn. nicht, aber wir können ihn ja trotzdem für 2, 3 Nächte in ein Sarghotel einquartieren. Ja, schon, aber wie gesagt, wenn wir einen Plan machen, möchte ich Und das nicht vor mit ihm allem den zusammen als machen. Komforter benutzen. Nochmal, ich möchte den nicht in unsere Pläne einweihen. You understand? Wenn man ihm Naja. einfach sagt, hier, komm dann und dann da rein und baller da rum und er das tut und alleine da steht und vielleicht auch ein oder zwei von den Leuten mitnimmt, ist doch gut. Dann sag doch einfach, ja, ich stimme dir zu, wir werden ihn nicht in die kompletten Pläne einweihen. Wisst ihr, ich habe gedacht, der Dellinger, mit dem habe ich ein bisschen gequatscht bei Charaktererschaffung, der wird seinen Charakter nicht so asozial machen. Nee, das macht er nicht. Ja, nee, also das, ne, also Nee, ist okay. taktisches Vorgehen, ne, das passt schon. Ah, ich verstehe. Und er ist ein. Kanonenfutter für dich. Genau. Casualties of War, ich verstehe. Genau. Gut, dann halte ich Dreckiger mir jetzt die Wichser. Nachricht noch unter die Nase. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob Jojo oder so mitmacht, aber mal Du gucken. bist jetzt ruhig. Ja. Du setzt dich immer durch. Wir nehmen jetzt mal den Gunfist als Kanonenfutter. So, Entschuldigung. Ich wollte einmal die moralischen Dingsbums der Nee, Gruppe mach das, aber mach sein. das nächste Woche, das ist schon okay. Ja, ich mach das ja auch nächste Woche. Wir brauchen ja jetzt eh erstmal so 2, 3 Tage Downtime. Ja, Billy hält ihm das Ding unter das Näschen. Hört es von mir. Und was sagt das? Nee, ich dachte, man findet mich vielleicht irgendwie anders und irgendeiner hätte dann, weiß ich nicht, sich um die Fotze gekümmert oder. Zwischendurch war ich auch nicht wirklich bei Sinn, da hab ich mir gedacht, eigentlich müsstest du dich jetzt selber zerrumsen, aber kriegst, also, so weit war's nicht. Ich hab mir immer gedacht, du musst kämpfen, Junge, du bringst dich nicht selber um, das ist schändlich, das ist erbärmlich, sowas macht Gunfist nicht. Gunfist begeht geh Selbstmord, aber vielleicht macht's jemand anderes für dich, verstehst du? Ich war nicht immer ganz klar, das ist, ja. Kann ich damit mit Con irgendwas anfangen, gegen quasi gegen was würfeln? Also wie Menschenkenntnis quasi zu wissen. Überreden, wenn er Mach gelogen mal. hat. So, ja, mach Überreden habe überreden. ich nicht. Überreden habe ich Doch nicht. hast du das Con. Ja, Con habe ich, aber nicht überreden. Ja, das ist Das ist dasselbe. das.
Und das machst du bitte auf Intuition, du kleiner Schlingel. Ach nee, auf Intuition ist es vollkommen egal. Es geht nicht auf Charisma, wenn du eine Lüge erkennst. Das ist Widerstand. Also was willst du für mich? Du möchtest, dass ich einen Int und auf... 4 plus Con. 4 plus Con. Du zuerst. Zwei Erfolge, yes. Er lügt nicht. Wie er gelacht hat. Hast du mitbekommen, dass ich keinen Würfel gewürfelt habe? Er Shit. Sagt die Wahrheit. Sehr schön. Wenn er nicht vorhat, dich zu lügen, muss ich würfeln. Auch nicht würfeln. Depp. Sag's doch einfach. Du wolltest ja unbedingt würfeln. Nee, ich wollte jetzt nur mal sicher gehen. Ja. Vertraust du nicht mehr? Vertraust du mir nicht mehr? Ich hab dir, glaube ich, noch nie vertraut. Das ist nicht wahr. Hast du mir vertraut. Ich würde auch nicht mit dem... Zack, war ich mir jetzt weg, ja. Würde auch nicht mit dir kuscheln vom Einschlafen. Ich finde es auch schön, dass ich euch fast so weit hatte, dass ihr wieder total nett mit ihm umgeht und schon wieder jedem alles sagt und mit dem alles macht, wie früher halt. Aber irgendwie, einer hat nochmal kurz mitgedacht. Das ist ärgerlich. Sorry. Du doch nicht. Das ist ja egal. Ich hab doch gerade angefangen. Immer wieder dieser Düss. Tut mir ja leid. Ich dachte, das könnte wieder so ein lustiges Romanov-Verhältnis werden, bloß intensiver und geiler. Wieso Romanov-Verhältnis? Oh mein Gott, da kommt auch nochmal was, oder was? Einfach, dass sie wieder hingeht und dem alles sagt und schön und euch lustig unterhaltet, aber offenbar wollt ihr nicht wir mehr, haben okay? Wir haben dem ja gar nicht alles gesagt, stimmt doch gar nicht. Ja, habt ihr ja auch nicht, finde ich ja auch voll ungerecht. Ich finde... Wir haben nur ein bisschen mit ihm zusammen gebrainstormt, damit er sich einbezogen fühlt und entsprechende Infos rausrückt. Du kannst das nicht behaupten. Hey. Also mal ernst. Und ich weiß auch nicht, womit ich dieses Misstrauen verdient haben sollte. Puh, wir machen jetzt schon los. Arsch bist. Er hat sich halt unsere Sessions, glaube ich, wirklich noch nie angehört, ne? Er leugnet die Realität und ersetzt es mit seiner eigenen Wahrnehmung. Ich habe gerade einen Reality-Check gemacht, das stimmt so alles. Ich habe recht. Ich habe das kurz mal durchgerechnet, seid behindert. Olli hat recht und den längsten. Ja, wenn Flummi das sagt. 42. Schön. Ich wollte es übrigens auch gerade fast nochmal drücken, aber da war es schon zu spät. Ja, ich wusste, dass du das wolltest. Flummis Einlage war herrlich. Ich finde auch, du solltest jetzt ab sofort Flummis Stimme nehmen. Kannst du das bitte austauschen? Das war sehr schön. Ich mache mir eine Notiz. Danke, gut. Diesmal riech ich nicht wie bei deinem Pelz. Wieso? Was war mit meinem Pelz? Ja, da habe ich doch gesagt, hast du mir gesagt, wie das den Pelz zu Hause und ich habe dumm getan und sagte dann, na, ich muss doch noch ganz kurz was notieren und dann hat Flummi einfach die Illusion zerstört und gesagt, der hat sich nicht zitiert, die Bilder. Oh ja. Weißt du das noch? Ja. Hat er. In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song. Dusch! Gunfist ist wieder da, so richtig voll in Farbe, Live-Action, Rollenspiel, Gunfist und unser Spielleiter bekommt dadurch wahrscheinlich irgendwann mal Kehlkopfkrebs. Hoffentlich nicht, oder beziehungsweise bis dahin ist wahrscheinlich die Technik so weit, dass wir ihn heilen lassen können. Ich hoffe es jedenfalls mal. Ansonsten wird Flummi ihm aufs Dach steigen. Ja, ne? Das war eine sehr kurze Session, leider nur. Aber wie gesagt, manchmal wird's einfach kurz. Ich habe mich auch zurückgehalten beim Schneiden, ein bisschen ein paar Sachen, die einfach normalerweise rausgenommen worden wären, habe ich drin gelassen. Nichts Besonderes, nichts Gravierendes. Ich erzähle jetzt einfach nur euch einen vom Pferd. So, 7 ist rum. Die 8 wird dann bald kommen. Ich verrate auch noch nichts, was da passiert. Es wird eine super Session. Wird nicht, aber ich muss ja hier Werbung für uns machen. Warum, weiß ich auch nicht, aber das macht doch nichts. So, ich entlasse euch einfach. Ich habe eh nichts Besonderes zu sagen zu der Session. War doch eigentlich ganz toll. Ganz kurzlebig auf jeden Fall, deswegen kommen wir jetzt dann auch zu den Legal Rights, die wir absegnen müssen, beziehungsweise absprechen müssen. Nämlich einmal, dass Tops Incorporated die Rechte an Shadowrun hat in den Vereinigten Staaten von Amerika, dass der Pegasus Verlag in den deutschsprachigen
Länden, ländlichen Gegenden oder allgemein in den deutschsprachigen Landen die Rechte vertritt. Das ist die Pegasus Verlags GmbH. Des Weiteren muss ich dazu beisteuern, beziehungsweise einfach sagen, dass wir unter der Common Creative 4.0 laufen. Warum ich deswegen lachen muss, weiß ich auch nicht. Das entbehrt sich meiner Auffassungsgabe, beziehungsweise entzieht sich derselbigen. 4.0 habe ich gesagt, das heißt, wir kommen zu den Liedern und wie immer habe ich die natürlich griffbereit aus dem Stegreif geschossen und muss auch nicht irgendwelche Ordner jetzt anklicken, damit ich die Namen finde, denn das wäre eigentlich sehr schade. Und heute fangen wir mit dem Outro-Lied an, weil das kommt von The Jack. Nein, es ist immer noch The Jake Lee Project mit dem Lied This is Halloween und das Intro-Lied ist Let It Snow oder wie Flummi gerne sagt, Let It Blow, Let Her Blow vom Instrumental Core. Beides zu finden auf Soundcloud. Coole Musik, hoffentlich benutzt ihr ab und zu auch Soundcloud, weil da gibt's tolle Musik zu hören. Das Gunfist Picture ist auch nicht von mir oder uns allgemein, sondern wurde im Web gefunden und wurde von einem Typen kreiert. Courtesy goes out to this person, wie auch immer. Ich grüße auch an der Stelle mal wieder, und hier habe ich habe schon lange nicht mehr gesagt an der Stelle, ne? Deswegen grüße ich ganz lieb die Leute von Fast Forward, die irgendwie momentan nichts mehr rausbringen, leider Gottes, was irgendwie schade ist. Und auch den Troll Strolch grüße ich, wobei ich von seinem Podcast leider nicht wirklich was gehört habe, da muss er nochmal gucken, ob er da was retten kann. Nichtsdestotrotz kann man sich auf jeden Fall beides reinziehen. Plüschkanada hat auch wieder neue Sachen rausgebracht, ihr kennt die ja auch wahrscheinlich, wenn nicht, dann tut's mir leid, dann solltet ihr das nachholen, die haben auch ganz viele Sessions draußen mittlerweile. Plüschkanada ist von Victory Roads, die vier Jungs machen auch Shadowrun, nur anders. Juti, ich glaube, ich hab's dann soweit. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, schönen Abend oder ein schönes Leben. Hoffe, dass man sich bald wieder hört und schreibt uns doch gerne mal E-Mails oder Comments, da freuen wir uns immer drüber, denn das hält auch uns auf den Füßen. Ansonsten natürlich allerliebste Grüße an unsere Zuhörer und bis bald. Tschüss.